Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. 280 Angestellte aus vier Wasser- und Schifffahrtsämtern in Norddeutschland haben heute mit einem Protestmarsch durch die Uelzener Innenstadt und einer Abschlusskundgebung auf dem Herzogenplatz auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Wie berichtet, bangen die Angestellten wegen einer Strukturreform in der Schifffahrtsverwaltung um ihre Arbeitsplätze. Aus diesem Grund wurden in der vergangenen Woche bereits Schleusen bestreikt. Die Nordzucker AG feiert Geburtstag und weil es der 175. ist, wird auch an 17 weiteren Standorten angestoßen. In einem mit vielen Gästen aus Nachbarschaft, Politik und Wirtschaft prall gefüllten Festzelt auf dem Gelände der Zuckerfabrik erinnerten Uelzens Werkleiter und der Vorstand der Nordzucker AG am Dienstag an die Anfänge des Unternehmens und wagten Ausblicke in die Zukunft. Das Konzept für eine Neuordnung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Uelzen ist gescheitert. Während die Verantwortlichen noch nach Gründen suchen, müssen die Kommunen des Kreises mit den Folgen leben. Was Vertreter der Samtgemeinden zu dem gescheiterten Konzept sagen und welche Lösung sie sich vorstellen können, lesen Sie morgen in der gedruckten AZ. Zum Schluss unserer Sendung kommen wir nun wie immer zum Wetter. Morgen gibt es in Uelzen einen Mix aus Sonne und Wolken. Bei etwa 5 Sonnenstunden liegen die Höchsttemperaturen tagsüber um die 22 Grad, nachts kühlt es auf etwa 10 Grad ab. Das war AZTV für heute, wir hoffen, Sie auch morgen wieder bei uns begrüßen zu können.